Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Grandia mit ja, mir und mit Slayer. Hallihallo. Ja, hallo Leute, es geht weiter. Wuhu. Jo, bedanken wollte ich mich auf jeden Fall für die Kommentare und Tipps aus dem letzten Video. Und da haben wir gleich nochmal hier eben auch offscreen geguckt. Es ging ja da um die Technik. Technik, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hatte, jedenfalls haben wir hier die Technik-Seite von den Charakteren und... Da waren wir erstmal verwirrt von wegen, was, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3? Richtig, richtig, richtig. Aber mir scheint es hier so zu sein, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, aber auf dem letzten Reiter hier, da sehen wir, welche Fähigkeiten man wann bekommt. Also ist man muss wohl mehrere Waffen leveln. Zum Beispiel dann nach dem V-Schlag. Das nächste ist dann, wenn wir das Schwert auf Stufe 6 haben und die Keule. Ich nehme an, das ist eine Keule auf Stufe 4. Die Keule haben wir schon auf Stufe 4. Das Schwert auf Stufe 6 müssen wir noch bekommen. Das heißt, mehrere Waffen mitnehmen ist sinnvoll. Allerdings, ja, ist jetzt die Frage, okay, Stärke plus 1, bla bla bla, Waffwert, was das heißen soll, weiß ich auch nicht. Parameter, okay. Also es wäre echt toll, wenn uns da nochmal eine kurze, klarere Erklärung geben könntet. Ja, denn... Und vor allem, ob sich das jetzt lohnt, dass wir jetzt schon anfangen würden, da was auf neue Fähigkeiten hinzuarbeiten. Ja, aber ich verstehe das so. Stufe 3 beim Schwert bedeutet gleichzeitig, dass man Stärke plus 1 und Klugheit plus 2 hat. Sehe ich auch so. Und dann bei Stufe 4 wieder dann Trefferpunkte plus 2, Leben plus 1 oder was immer das LEB das heißen soll. Es könnte auch waffenabhängig sein, was du dazu kriegst. Ja, und dann, das haben wir dazu. Dann gucken wir gleich nochmal nach den Waffen, wenn wir schon dabei sind. Und ja, wir haben uns beschwert wegen den Abkürzungen. Ja, die stehen immer da drüber. Das haben wir leider nicht gesehen. Da waren wir bisher beide blind, ja. Auch oben danke, drüber steht ja alles. Mein genau, Gott. Danke nochmal für den Tipp dahingehend. Ja, ja, man sollte sich das Inventar, die Optionen, Dinger, sollte man sich immer alle angucken. Ne? Deswegen gucken wir auch nochmal ganz kurz auf Zauber hier. Stufe 2, okay. Ja, wir werden nicht viel machen können. Vielleicht auf dem letzten Reiter wieder? Hier jetzt Stufe 1, 8 von 8. Hier steht's wieder, Fertigkeiten. Okay. V-Schlag. Fertig, ja, okay. Das ist eigentlich soweit klar, denke ich. Wieso steht denn Fertigkeiten unter Zauber? Ja, weiß ich nicht. Sollte man das nicht vielleicht eher trennen? Weiß ich auch nicht. Status ist klar. Waffe, Zauber. Wow. Ach, da siehst du sogar, wie viel Erfahrung noch die Waffen brauchen. Oder? Ja, ob das jetzt die Erfahrung ist, die wir haben, oder die Erfahrung, die sie noch brauchen, weiß ich nicht. Ja, siehst du unten rechts in dem Kasten? Ja, ja, ich sehe das. Erfahrung 60, Erfahrung 68. Ja, das aber könnte man ja mal nach dem nächsten Kampf... testen. Ja, ob das jetzt heißt, 60 haben wir schon, dann 60 brauchen wir noch, keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall so, nochmal in die Gegenstände kurz gucken. Wir haben, klar, okay, im Moment haben wir Schwert. Wir haben aber auch eine Axt, also wir könnten auch noch die Axt leveln. Gut, wir bleiben jetzt erstmal dabei und schauen dann mal. Im Moment ist auch noch wieder kein Ton. So, letztes Mal sind wir in der Mine hier stehen geblieben. Und ich denke, wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen umschauen und ja. Da kommen schon Spielkameraden, die bitte spielen wollen, die den Ton wiedergeben wollen. Oh, und jetzt bin ich runtergefallen, ja. Gut, das war jetzt nicht sehr sinnvoll, würde ich sagen. Ich glaube, die untere Seite hatte ich soweit komplett fertig. Ja, wie komme ich jetzt da wieder rauf? Du musst an den Stangen wieder hoch. Ach ja, hier, die Stange, richtig. Nein, du sollst da hoch. Danke. So, ja, sportlich. Die können das. So, jetzt musst du aber nochmal außenrum über die Brücke.
Welche Brücke? Ach so, hier. Die links von dir. Ja, so gut. Die Monster lassen wir mal Monster sein hier. Und So. die. Und hier haben wir dann aufgehört. Hier musst du dich jetzt noch mal komplett umschauen. Da war doch ein Aussichtspunkt. Ja. Moment. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Ja. So. Guck dich mal in Ruhe um. Würdest du bitte? So, von unten kommen wir und wir haben jetzt scheinbar zwei Wege. Gut. Gucken wir erstmal oben rechts vielleicht. So, hier ist nichts. Nur ein paar schöne Felsen. Jo. Schöne, schmucke Felsen. Toll. Und nirgendwo leckt es hier. Ich fühle mich immer noch verarscht vom Namen, also. So, jetzt geht's hier durch. So, jetzt geht's hier weiter. Ja, gehen wir hier nochmal drauf. Oh, ist aber ein Komfort, neuer Punkt. Gehen. Okay, also ich denke mal weiter nach links, oder? Weil nach unten, das wird ja auch wieder nur ein Rückweg sein. Jetzt geht's hier nach oben und unten. Gehen wir erstmal nach unten, weil ich glaube. Okay, hier ist was. Oh, hat sich schon mal gelohnt. Ja, Auto. Manuell. Ich glaube, wir haben volles Inventar. Ja, wenn es nicht geht, dann bist du voll. Vielleicht sollten wir es einfach benutzen. Jo. Na, wobei das ist eine gute Heilung. Braucht jemand zu viel? Sollen wir vielleicht eher ein Kraut benutzen? Wir können es jetzt leider auch nicht austauschen oder so. Na, dann benutze es mal. Ich denke mal für Sue, oder? Die hat ja eh immer gern weniger HP, genau, ja. Oh. Oder? Ja, passt schon. Bast wackelt, hat Luft. Jetzt gehen wir hier nochmal kurz gucken. Haben wir hier noch mehr Wege? Ah, auf jeden Fall Ah, hier oben gibt okay. es noch was zu holen. Das ist schon mal schön. Und es gibt was Und zu bekämpfen. Flapflaps. Du bist dran! Zeit für ein Aber Duell! ich habe immer noch keinen Ton, komischerweise. Ich habe immer noch keinen Ton. Es wundert mich jetzt. Ich dachte, ich kriege erst Ton, wenn ich jetzt hier in den Okay. Kampf komme. Gerade im Test war es doch so. Ja. Hast du das Das Spiel vielleicht noch stumm ist. geschalten? Kleinen Moment mal, Leute. Jo, das Spiel war noch auf stumm. Ja, gut. Whoops. Dann denke ich mal, jetzt sollten wir Ton haben. Na, hoffentlich. So. Jetzt geht's hier rund. Fledermäuse sollten jetzt keinen großen Ärger machen. Jo, das war's schon. Hooray. Yay. Da freuen sie sich. Mir kommt da gerade was. Bei Justin bleiben wir doch erstmal auf dem Schwert. Aber sollten wir bei Stu vielleicht ihn nicht wieder zurück auf den Boden, auf den Bogen schalten? Weil der lohnt sich ja eher zum Leveln. Ja, aber ich überlege jetzt, ob wir vielleicht vorher was benutzen, bevor wir das hier aufnehmen, weil Ja, wäre besser. sonst haben wir wieder dasselbe Problem wie eben. Wir tragen viel zu viel Krempel mit uns rum. Gegenstand. Justin wird jetzt mal einen. Ah ne, Kräuter hat er gar nicht mehr. Die Kräuter liegen alle bei Sue, denke ich mal. Ja, dann benutzt mal Sue Kräuter für Justin. So. Und schauen wir auch mal bei Sue unter Techniken. Ja, Moment. Was die so lernen kann. Ja, wir brauchen sieben der Keule, sieben Stufen. Nö. Ist jetzt die Frage, lohnt sich das umzurüsten oder? Ja, haben wir überhaupt eine Keule gerade? Denke, wir hätten was dabei. Weglegen, weglegen, das war's doch, ne? Glaub schon, ja.
Eine Hacke haben wir, aber keine Keule. Also, das ist, glaube ich, was anderes, oder? Eine gute Frage, wie ist jetzt Hacke und Holzstab klassifiziert? Ist aber auf jeden Fall ein Angriff besser. Plus halt kann man halt nicht auf Distanz machen wahrscheinlich, ne? Naja, Ja. aber wenn wir da skillen wollen, dann muss es früher oder später eh mal sein. Wir können es ja mal probieren. Okay, dann rüst dich mal um. So, und jetzt nehmen wir uns das Ding hier. Ein Eis. Können wir das gebrauchen, das Schild? Oh ja, das Eichenschild, das ist Ja. besser, ja. Sehr schön. Sehr schön. Du brauchst alle Verteidigung, die sie kriegen kann. So, jetzt mal gucken, wie sich das Mädel im Nahkampf anstellt. Hinterhalt? Wieso Hinterhalt? Na, weiß ich auch nicht. Und dich jetzt eingekreist. Ja, aber die Viecher sind so lahm, die erreichen dich eh nicht rechtzeitig. So, jetzt zu Knüppel drauf. Abnahme wurde unterbrochen, das ist nicht so schön. Oh Gott, ich sehe schon, Su im Nahkampf zu trainieren wird nicht so schön, wie ich Okay, dachte. das war jetzt. Das hat sie aber doch zweimal zugeschlagen. Na gut. Ja, das wird schon. Das wird schon. Gut, ja. So, dann mal weiter im Text. Wir hatten einen Weg Wo? nach unten und einen Weg nach ganz oben. Ja, gut. Kamen wir nicht von unten? Ne, wir kamen von rechts. Hier ist ein Oh. Speicherpunkt. Oh, das heißt, das Eck könnte wichtig sein hier. Dann gehen wir doch erstmal nach oben, würde ich sagen, ne? Oh, wei, oh, wei. Macht es doch noch größer. Ah, nee, von hier kommen wir ja. Also, es muss jetzt nach links und dann nach oben. Ah, okay. Und hier geht's nicht weiter. Also werden wir wohl doch zu dem Speicherpunkt jetzt müssen, ne? Alles klar. Oh, Halt, da oben ist noch was. da oben ist was. Wie kommen wir denn Irgendwo eine dahin? Stange, wo man hoch kann? Ah, ich glaube, hier kommen wir hoch, ja. Ah, optimal. Oh, und bewacht auch noch. Ich glaube, wir haben wieder kein. Es ist jetzt richtig Das ärgerlich. ist nervig mit den. Inventar, Mit ja. dem Inventar ist das echt nervig, ja. Gegenstände. So, nochmal Kräuter benutzen. Bringt zwar jetzt eigentlich fast nichts, aber naja. Ja, aber lieber Kräuter als Wundsalbe, weil die halt mehr. Ja. Eine Granate, ja, die können wir ja auch mal benutzen vielleicht. So, machen wir den Merkt noch mal. was? Ja, der ging jetzt auch noch weiter. So, zwei fette Orks. So, versuchen wir den mal gleich Zurückzuschlagen. ja, und ich denke nein. Ich hab doch eben, ach, da habe ich den falschen eben benutzt, ja. Ich wollte eigentlich. Ja, gut. Egal. Wow, die kriegen aber gut Schaden. Gleich wird's wehtun, Justin. Oh, geht sogar. Sehr schön.
Ich glaube, da muss ein bisschen mehr in Bewegung bleiben hier. Da haut ich immer wieder zurück. Na, aber jetzt. Zack. So. Wunderbar. Gut, was haben die bewacht? Geld. Geld ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man nie genug haben. So. Moment, jetzt. Jetzt müssen wir gerade nach unten durch, da kommen wir zum Speicherpunkt. Hier, ne? Ja. Ah, drehen wir die Kamera. Halt, stopp, ich glaube, wir sind schon vorbei. Ja, und ja. Da kommen wir in die Lore. Wir können erstmal heilen. Aber wir sind zwar eh schon geheilt, glaube ich. Und einmal speichern. Oh, wir müssen unbedingt unser Inventar entrümpeln. Na, das ist ein bisschen blöd mit dem. Das ist wirklich sehr klein, das Inventar, also. Naja, aber immer noch größer als bei Resident Evil. Ja, okay. Aber das kann man nicht vergleichen. Resident Evil ist kein RPG, also. Ja. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Entfernt schon. Naja, ich weiß ja nicht, du. Ja, es gibt Inventarplätze. Wenn du voll bist, kannst du nichts mehr mitnehmen. Also, so, wollen wir erstmal zu Fuß gehen oder gleich in die Lore steigen? Geht das mit der Lore? Weiß ich nicht. Tiefste Tiefen. Okay. Ah, hier geht's nur hier drauf. Okay, dann. Haben wir wohl keine Wahl. Und keine großen Worte verlieren, einfach mal, ja. Kämpfen! Ork-König, okay. Ich würde sagen, da sollten wir da mal ein bisschen, bisschen was richtig machen. Wir hauen mal gleich auf den Ork-König drauf. Ist nicht besser, erst die Bekleidung umzuhauen? Oder gucken, wer zuerst drankommt? Wollen wir nicht eine Granate benutzen? Gibt vielleicht einen Schaden für die Gegner. Ja, das mache ich mal, warte. Wo ist denn jetzt hier? Kann man ja gar keine Items einsetzen. Drück mal nach unten. Gegenstände, ja. Gut, Granat, Dynamit, 70 Trefferpunkte, Feuerreichweiten, 30 Trefferpunkte. Komm, wir hauen ja mal richtig was raus hier. Ja, okay. Dann lass krachen. Wir feiern jetzt schon Silvester. In die Mitte, genau. Wow. Ja. Wenn schon, denn schon. Ich glaube, das war ein mächtiges Item. Das hat gesessen, ja. Oder der Typi da rechts von dir muss weg. Ja, den machen wir jetzt erstmal. Tschüss. Damit ist der Ork-König allein. Jo, ich glaube, den... kann sie auch nicht mehr lang halten. Gehen jetzt noch ein bisschen zurückschlagen und ja, der Case ist gegessen. Oh, jetzt kommt er zum Angriff. Feueratem. Das ist doch kein Drache, Mensch. Ja, zu scharf gegessen. Da kommt dann doch nochmal dran. Du musst ja mit dem Kritischen drauf. Naja. Sie macht nochmal normal. Na, okay. Da knapp zuerst dran gewesen. Das war nicht so gut. Aber hey, er hat trotzdem keine Chance. Aber Dustin wird eine Heilung vertragen. Ja. Hast du nicht einen Heilskill? Ja. Tschüss. Nicht mehr nötig. Alright! Big win for us! Den haben wir geplättet.
Sehr schön, sehr schön. In die Luft gesprengt, wohl eher. Wir haben es geschafft, Justin. Jetzt wird Java uns den Passierschein geben. Was ist denn das? Oh, Schande. Das sieht Das sieht übel. übel aus. Oh, Wir sorry. werden lebendig begraben. Lauf zu! Ah, das hätte doch nicht passieren brauchen. Da liegt was. Ja, schnell einsammeln. Wenn ich noch dazu komme. Ja. Ja. Ich hoffe, es geht jetzt nicht um Zeit. Ich hoffe nicht. Wir gehen Da einfach mal liegt raus. doch noch was, oder? Wo Der denn? Schatz ab. Ach, da oben, ja. Okay. Nicht die Belohnung hier liegen lassen. Jetzt Sehr aber schön. raus hier. Jetzt weg hier. Aber ich glaube, er kann nichts passieren. Hoffen wir es. Oh. Worauf wartet ihr? Hier entlang! Kommt zu mir rüber! Hey, das ist Java! Aufwachen und Bewegung! Die Mine stürzt ein! Okay, jetzt. Vielleicht hat sie wirklich einen Leck. Hey, schön. Ab geht die wilde Fahrt. Wow. Ja. Das war wohl nicht so gedacht, wa? Ich muss jetzt nicht lenken oder so, ne? Das wär's ja, Quicktime-Events. Aber richtig cool inszeniert. Auf jeden Fall. Aber Mensch, dafür, dass ihr es eilig habt, lasst ihr euch ziemlich Zeit. Da waren wir zu Fuß schneller. Achterbahn. Wahnsinn. Ui. Genau. Oh. Genau. Gar nicht waghalsig, nein. Das ist nämlich ein Abenteuer. Hört zu, ein erstklassiger Abenteurer gibt immer erst ganz zum Schluss auf. Aber du hast dir nicht genug Gedanken gemacht, von wegen dem Entkommen. Ihr zwei habt mich enttäuscht. Was? Wir sind also gescheitert? Dabei haben wir uns so angestrengt. Ich sage euch was, ein echter Abenteurer verliert nie den Mut bei allen Schwierigkeiten. Dort in der neuen Welt von Elantia dürft ihr diese Worte nie vergessen und müsst noch mehr Opfermut zeigen. Hä? Java, also bist du... Ich habe euch ja was versprochen. Na, sagen wir knapp bestanden. Hier, ein Passierschein in die neue Welt. Nimm ihn, Justin. Dampferpassierschein genommen. Oh ja. Ja, jetzt kann ich in die neue Welt gehen. Ah, da freut sich einer. Ja, da freut sich einer. Nicht schlecht. Wow, echt cool. Vielleicht bilde ich es mir ja ein, aber stinkt der nicht etwas? Weil er durchtränkt ist von meinem Blut, Schweiß und Tränen. Meiner Seele, etc., etc. Ja, super. Naja. Hör zu, Justin, deine Flügel hast du nun erhalten. Die gehören dir ganz allein. Meine eigenen Flügel? Aber denk dran, in Zeiten echter Schwierigkeit verlässt sich ein Abenteurer nicht auf einen Passierschein. Auf dein Abenteurerherz musst du dich verlassen, auf deinen Körper und immer vorwärts. Versprich mir das, Justin, und eines Tages erzähl mir dann deine eigenen Geschichten aus einer fremden Welt. Wann das auch sein wird, ich warte. Klar, versprochen, Java. Ich muss jetzt los. Danke, Java. Ist es nicht großartig, Justin? Komm, das können wir nicht tun. Gehen wir zurück nach Palm, Justin. Können wir Das nicht können wir tun? nicht tun? Komischer Text, okay. Ja. Java, kann ich dich was fragen?
Weiß schon. Wegen dem kleinen Mädchen. Wie alle sie nennen, stimmt's? Ich kann nur eines sagen. Ein Abenteurer geht allein. Verstanden, Justin? Stimmt was nicht, Justin? Komm, gehen wir heim. Tut mir so leid. Danke für den Passierschein, Java. Ich hüte ihn wie mein Augapfel. Adieu, Java. Pass auf dich auf, wenn du wartest. Okay. Kleinen Augenblick mal eben. Ja. So, weiter geht's. Ja, ich spreche ihn nochmal an. Sag, Java, du warst doch in der neuen Welt. Wie ist es da? Ich sag's dir. Man fährt einen Monat mit dem Schiff und erreicht dann endlich die neue Welt. Vor dir entfaltet sich eine unbekannte Welt, aber voller Gefahren, von denen so manche deinen Tod bedeuten könnte. Ganze Scharen schrecklicher Monster, viel schlimmer als die hiesigen, die dich glatt zum Mittag verspeisen. Pass nur auf, dass ihr nicht als Lunchpaket für Monster endet. ja, sehr... Nette Geschichte. Ja, sehr, aufbauend. Ermutigend, ja. Hat er noch was, oder... Junge, ich sag dir was, die neue Welt ist voller Männer mit brennendem Herzen, wie ich einer bin. Denn da gibt es etwas, das zieht die brennenden Herzen der Abenteurer an. Ich rede von der Abenteurerliga. Solltest du mal in Schwierigkeiten sein, dann geh unbedingt hin, die helfen dir garantiert. Wow, die Abenteurerliga? Gut. So wie ich in die neue Welt, so wie ich die neue Welt erreiche, gehe ich da direkt hin. Oh yeah. Okay, ja, dann... Wollen wir mal kurz hier reingehen? Ja, irgendwer hat doch einen komischen Nachgeschmack, dass wir da aufbrechen wollen, weil die Reise dauert einen Monat und mit Zu, ich weiß ja nicht. Ja, aber der auch geraten, dass wir sie vielleicht zurücklassen sollten. Ja, aber ich denke mal, das wäre nicht sehr nett Zu gegenüber. Aber ist es auch das Richtige, sie mitzunehmen? Ich habe das so ganz meine Zweifel ein bisschen. Tja, wir werden sehen. Ich denke mal kaum, dass er sich so leicht abschütteln lassen wird. Ehrlich gesagt, möchte ich sie auch nicht abschütteln. Also, denn sie ist ja das Salz in der Suppe hier noch so ein bisschen. Das stimmt sehr wohl, ja. Allerdings ist sie jetzt, glaube ich, jetzt nicht ganz so eine leidenschaftliche Abenteurerin wie Justin. Sie wird wohl eher das Heimweh packen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall sollten wir jetzt zurück nach Palm gehen. Boah, zu Fuß. Das dauert doch ewig. Nee, nicht zu Fuß. Ah ja. Was ist los, Justin? Du warst so aufgeregt auf dem Hinweg, aber auf dem Rückweg warst du still. Wirklich? Es ist nichts. Sag doch, wie ist es auf dem neuen Kontinent? Ich kann es nicht abwarten. Ja, macht sich Gedanken, ob er sie mitnehmen soll. Na, das ist klar. Ziemlich eindeutig. Ach Gott, da kommen bestimmt noch ergreifende Szenen auf uns zu. Unser wirkliches Abenteuer wird endlich beginnen, Justin. Ab jetzt wird's hart werden. Wir müssen allen auf Wiedersehen sagen. Sie werden überrascht sein. Aber weißt du, wenn wir beide weggehen, wird Tante Lilly einsam sein. So, ich habe vor zu gehen, ohne Mama etwas zu sagen. Sag du ihr auf Wiedersehen. Was? Was meinst du damit? Ich verstehe nicht, Justin. Java hat es auch gesagt. Aber jetzt ist das Abenteuer kein Spiel mehr. Su, du bleibst hier. Was soll das plötzlich heißen? Wir gehen überall zusammen hin. Wir machen alles zusammen. Ich dachte, wir würden zusammen sein. Ich habe mich schon entschieden. Ich nehme kein Kind mit. Der Dampfer fährt morgen ab, wenn es dämmert. Du musst dich nicht so früh morgens von mir verabschieden. Ich bin kein kleines Kind. Nein. Ach Gott, der Blick.
Ohne mich hättest du nicht mal den Dampferpassierschein bekommen. Verstehst du? So. Wir werden dich vergessen. Ich hasse dich. Oh weia. Du sollst doch keine Mädchen zum Weinen bringen, Junge. Auch wenn ich Sue sehr, sehr mag, aber ich finde, trotzdem hat irgendwie Justin recht. Ich verspreche es dir, Sue. Ich komme als richtiger Abenteurer zurück. Und auf mein nächstes Abenteuer nehme ich dich mit. Versprochen. Was? Justin! You traitor! Gas mal voll einen drauf. Das musste sein, ne? Jo. Irgendwie hat das ja auch ein bisschen verdient, also. Ja. Ja, gut, es ist eine. Wo hat er auch recht? Ja, es ist keine einfache Situation, das muss man zugeben, aber. Liebe Zuschauer, wie seht ihr die Sache? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Da bin ich echt mal auf eure Meinungen gespannt. Ja, unabhängig davon, wie es jetzt nun wirklich sein wird. Ja. Ich dachte, du warst der Spitzbube, der überall die Flugblätter auffängt. Es tut mir leid, Justin. Ja, das ist schrecklich. Aber wo wissen Sie, dass ich es nicht war? Tenz hat sich entschuldigt. Er sagt, sein älterer Bruder hat ihm befohlen, mir das Flugblatt anzuheften. Okay. Aha. Ja, anscheinend sagen die auch wieder ein bisschen was anderes hier, aber ich denke mal eben nicht, dass wir jetzt wieder alle Dorfbewohner ansprechen, weil das wird ein bisschen länger dauern. Glaube ich auch, ja. Ja. Ich denke mal, zu Hause bei Mutti wird es weitergehen. Denke ich auch. Das kann auch sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Komm, Justin, versuch mit mir Walzer zu tanzen. Was? Ich passe. Warum versuchst du nicht stattdessen Such das Tanzen beizubringen? Ja, ist eine Idee, ne? Ja, ihr könntet uns ja mal sagen, ob, wir irgendwas verpassen, wenn wir jetzt nicht nochmal alle Leute anlabern. Ansonsten würde ich sagen, den laden wir nochmal an, weil die direkt da. Ach, der redet schon von alleine mit uns. Hey Justin, was ist? Du bist gerade heulend an mir vorbei in die andere Richtung gelaufen. Oh, du bist es. Es ist nichts. Nichts. Habt ihr zwei verliebten Zoff? Mach weiter so und Sue wird meine Frau. Kann ich dich bitten, auf Sue aufzupassen? Was ist los mit dir, Justin? Egal, da ich letztes Mal besiegt wurde, werde ich mir eine neue Herausforderung ausdenken. Denk dran. Das heißt wohl nein. Na gut, würde sagen, gehen wir mal rein. Hallo, Mami. Na, wie geht's? Willkommen zu Hause, Justin. Das Essen ist fertig. Es gibt heute deinen Lieblingseintopf. So, ja. Umsehen, essen. Ja. Warte mal, bevor wir da, warte noch mal ein bisschen. Ich hab doch eine Truhe zum Items ablegen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, oder? Was ist los? Du sagst immer wirklich Eintopf? Super! Und freust dich so. Egal, komm früh nach Hause, selbst mein Eintopf schmeckt nicht, wenn er kalt wird. Da hast du wohl recht, ich glaube, die ist oben, die Truhe. Mhm. Weil wer weiß, was da jetzt auf uns zukommt. Koffer. Vielleicht ein bisschen Platz hier. Verstauen, was wollen wir denn mal verstauen? Den Passierschein brauchen wir auf jeden Fall noch. Mhm. Ja, Claras Brief. Den können wir behalten, weil ich glaube, ja. Den könnten wir vielleicht in der neuen Welt mal abgeben. Verbandskasten, Wundsalbe, Arbeitskleidung, die brauchen wir, die könnten wir auch verkaufen, ne? Mhm. Das sind ja Sachen, die wir nicht mehr anhaben, glaube ich. Die können wir ja halt auch verkaufen. Warte mal, die Sachen, die Surt, auf die können wir trotzdem zugreifen. Oder? Ich glaube nicht. Das ist jetzt nur Justins Inventar hier. Nee. Hm. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht erstmal zum Laden und verkaufen den
Mist, oder? Ja, können wir machen. Aber wir könnten die Waffen zumindest ablegen, wo wir nicht brauchen. Ja. Oder nicht nutzen erstmal. Ich glaube, der Laden war hier irgendwo. Ich... Gleich gegenüber. So, da. Oh, hallo Justin, willst du was kaufen? Nimm es zum Verkaufen, rede mit mir. Jo, ja. Das wollen wir ja. Wir wollen... Text. Wir wollen was verkaufen. Und zwar, ja, das Schwert jetzt nicht, die Handaxt auch nicht. Aber ich denke mal, die Gummi... Oder sind das jetzt Sachen von Zu? Ne, die hat sie noch, ne? Denke ich mal. Denke schon, ja. Die Gummistiefel verkaufen wir mal und die Arbeitskleidung auf jeden Fall. Mhm. Und der Handpfeil, ist das eine einmalige Geschichte? Ich weiß nicht genau. Das ist der Wurfstern zu Fernkampfwaffe. War von Zu, ne? Aber... Okay. Das haben wir dann gegen den Hammer ausgetauscht. Ja, mehr können wir erstmal nicht verkaufen. Ja. Würde ich sagen, dass wir vielleicht noch die Waffen, die wir gerade nicht nutzen, ablegen. Aber dann kommen wir ja so schnell da nicht mehr ran. Naja, wir kommen auf einen Kontinent, da wird es auch irgendwo eine Kiste geben, denke ich mal, oder? Ja, bisher habe ich nur eine hier in seinem Haus gesehen, also ich weiß ja nicht. Ja, und das Haus werden wir ja bald verlassen, also es muss ja irgendwo noch eine zweite auf der großen, weiten Welt geben. Okay, dann gehen wir das Risiko mal ein. Wir können eine als Reserve drin lassen, weil es, ja, ein Schwert... Das Schwert können wir auf alle Fälle ablegen, weil wir schon eins ausgerüstet haben. Handaxt, Handpfeil. Na komm, 3 Slots frei. Ist besser als nichts, ne? Lassen wir es erstmal so und gehen jetzt... Abendessen. Genau. Jetzt gibt's Abendbrot. In der Not gibt es Abendbrot. So. Hä? Ich hab doch die richtige Antwort ausgewählt. Ah, es ist nicht dasselbe ohne Sue. Hast du sie geärgert? Egal was der Auslöser war, du als der Ältere solltest dich entschuldigen, verstehst du? Gut, dann ist. Tja. Ach Mutti, du hast doch keine Ahnung. Es ist lange her, seit wir das letzte Mal zusammen zu Abend gegessen haben. Nur wir beide, ab und zu ist das nett. Aber weißt du, irgendwie ist es einsam ohne Sue. Lad sie bitte für morgen ein. Ist schon okay, Mama. Sue kommt morgen rüber. Sie wird immer rüberkommen. Ja, wie immer, hm? Der Eintopf ist heute wirklich lecker. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen so leckeren Eintopf gegessen. Was für ein Aufheben! Ich koche doch dauernd, das ist eines meiner besten Gerichte. Ja, es ist nur... Jedenfalls ist es heute besonders lecker. Extra besonders. Okay, okay, ich verstehe. Ach, du bist ein komisches Kind. Der Eintopf ist genau wie sonst. Oh, sorry. Fotoalbum? Ich glaube, es ist in der Kommode da drüben. Ist das Foto von meinem Geburtstag da drin? Das, auf dem ich das Schwert schwinge? Das ist so cool. Ich glaube schon, aber was soll das auf einmal? Ein Andenken, ne? Das Foto von deinem letzten Geburtstag ist in deiner Schublade, glaube ich. Was willst du damit? Och, nichts weiter. Ich wollte es nur wissen. Übrigens, der Dampfer zum neuen Kontinent fährt morgen früh ab. Willst du dabei zusehen? Was ist los, Mama? Wieso sagst du das auf einmal? Jetzt bist du noch ein Kind, Justin, aber vielleicht brichst du in ein paar Jahren auch zu einem Abenteuer auf. Ein paar Jahren ist gut. Wenn du zu einem Abenteuer aufbrichst, Justin, werden Sue und Ganz aber bestimmt traurig sein. Ach, Justin, willst du heute Nacht bei mir schlafen? Komm schon, wie früher als Baby. Was redest du da? Ich bin kein Baby mehr. Egal. Jedenfalls nicht heute. Justin, nimm das nicht so ernst. Ich mach nur Spaß.
Du bist zu komisch. Du bringst mich so zum Lachen, dass meine Augen tränen. Ja, vielleicht ahnt sie ja was. Keine Ahnung. Wer weiß. So ist es recht. Du bist genauso begeisterungsfähig wie dein verstorbener Vater. Das stimmt. Dein Vater ist zu seinem ersten Abenteuer aufgebrochen, als er gerade in deinem Alter war. Mama, nun, morgen werde ich... Ich gehe jetzt schlafen. Erzähl's mir morgen. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht, Mama. Na, die weiß doch was. Justin, du gehst auch schlafen. Sie ahnt es zumindest, ja. Mütter sind ja nicht dumm, ne? Das nennt man Mutterinstinkt. Bei Gott. Aber hey, wie der Vater, so der Sohn. Ich schätze, das war's. Schätze, von diesem Zimmer kann ich mich jetzt auch verabschieden. Boah, er guckt so ernst, das ist mir gar nicht gewohnt. Okay. Father, I'm sorry. Vater. Vater, das I couldn't tell Mom after all. Father and grandfather too. I'm going to the new continent. I'm going to travel the world just like you did. Thanks to your spirit stone, Father. The stone told me that Angelo isn't a myth. It's on the new continent. Now I know. You must have felt like this on the morning of your first adventure, too. Father? Do you think I can really be like you? Everyone that Mom tells me about was much stronger and much braver than me. Much, much more like an adventurer. You're right. This is nothing like me at all. Right, Father? I'll leave my picture here for you. I promise that I'll become an adventurer greater than you. Goodbye, Mom. I'm going. Jo. Schöne Szene. Ja. So ernst kennt man Justin gar nicht. Nee, aber die Situation, sage ich mal, erfordert es. Könnte man jetzt eigentlich noch zurückgehen? Nur mal so gefragt. Ich glaub's ja nicht. Aber Tatsache. Come on. Oh, hat das Bild hier. Ja, Justin, größter Abenteurer der Welt. Reserviert. Ja, jetzt reserviere ich mir diese Stelle nur. Aber eines Tages werde ich sie ausfüllen und dann kann ich allen das One Piece zeigen, was ich gefunden habe. Ja. So in etwa, ne? Falsches Spiel, falscher Anime und so, ne? Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen,
Gehen wir raus, ne? Auf zum Hafen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit noch. Heute ist auch wieder hier neblig und dunkel und. Ja. Ideales Wetter zum Davonschleichen, wenn man ja nicht gesehen wird. Ich sehe diesen Springbrunnen nicht mehr, wenn ich zur neuen Welt fahre. Ja. Ja. Schauen wir mal kurz hin, ne? Zum Abschied. Okay. Schön. Ja, jetzt werden die ganzen Leute wieder was anders sagen, denke ich mal. Hey Berti, na Mann, du musst früh aufstehen, um die Post auszutragen, was? Klar, es ist ein Job. Was ist mit dir? Warum bist du so früh auf? Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich habe es Mama noch nicht gesagt, aber ich fahre auf den neuen Kontinent. Wenn ich angekommen bin, schreibe ich Briefe an Mama und zu. Berti, du lieferst dir aus, okay? Okay, ja, wenn der Postmann zweimal klingelt. Falscher Film, ne? Ist bei Ja. dir. Ja. Gut, ja, Spaß beiseite. Was ist denn mit dem hier? Bin ich vielleicht zu früh? Oh, Justin, dann ist es doch die richtige Zeit. Oh, du bist Theo. Warum bist du so früh am Morgen schon auf? Hast du es vergessen? Du hast versprochen, wandern zu gehen. Du bist noch vergesslicher als ich. Ich denke mal, das muss ausfallen. Tut mir leid, Theo. Ich fahre auf den neuen Kontinent, also kann ich nicht wandern gehen. Was? Wir wandern den ganzen Weg zum neuen Kontinent? Ich glaube nicht, dass ich genug zu essen dabei habe. Klar, nein. was falsch, ne? Ich glaube auch, er versteht da was falsch. Das war mal wieder ein. Das Übliche, ne? Ja, das Übliche. Ich glaube, du musst wieder über die Brücke. Ja. Ja. So. Ah ja, hier lang. Nee, Quatsch. Oben weiter. Nein, Nee, da rechts. oben. Oben, einfach gerade durch. Oben. Ach hier, ja. Ja, sonst ist ja hier auch keiner unterwegs im Moment, ne? Doch, da ist jemand. Hallo. Der nächste Wachposten aus dem Club der jungen Männer hat sich erkältet. Ich muss das jetzt eine Weile machen. Ist das frühe Aufstehen nicht hart? Es ist ein Job, da kann man nichts machen. Unser Club der jungen Männer muss Farm beschützen. Wenn du das sagst, okay, Du jetzt hast war's. gesagt, ja. Jetzt war's Ja. richtig. Und jetzt wird's spannend. Schon für das Licht hier. Ja, schon wieder du? Ich sag dir doch schon. Hier kommen die Passagiere durch. Ich bin ein Passagier. Ich habe sogar einen Pass. Der ist echt, echt, sag ich dir. Sieht echt aus, aber ein bisschen alt. Stinkt auch. Na egal. Als Passagier kommst du nicht zurück, wenn du durch das Tor gegangen bist. Klar? Ah, vielleicht vorher nochmal speichern, ne? Ja, stimmt was nicht? Hast du was vergessen? Beeil dich. Du verpasst das Schiff. Ja gut, da müssen wir glaube ich nicht noch mal lang. Doch, da ist doch das Tor. Ich Oder speichere doch jetzt gerade. erst. Jetzt speichere ich erstmal. So, die Leckminen haben wir, die kann ich jetzt mal kreuzweise. Kurz Nein. lecken, ne? Das hast du gesagt. So. Oh Mann, der Abschied. Ich glaub's ja nicht. Ja, da warten schon alle Passagiere. Oh gut, mit dem müssen wir nicht noch mal reden, also. Nee, du musst zur Wache von gerade eben. Ja, ich rede trotzdem noch mal mit ihm. Oh, das ist doch Justin. Früher heute nicht. Oh, ich weiß, du willst den Dampfer sehen? Nö. Ich will Pam ein letztes Mal sehen, bevor der Dampfer ablegt. Was?
Du fährst mit dem Dampfer in die neue Welt. Ganz allein. Unglaublich. Ja. Ja. Glaub, was du willst. Unglaublich, aber wahr. So. So gut, ich würde sagen. Großer Schritt für so einen jungen Burschen. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ach nee, wie war das nochmal? So, ich glaube, wir müssen doch zu dem Fritzen da. Mhm. Damit er uns durch das Tor lässt. So. Hallo. Ehrlich, das war das Schiff, ja. Na los, mach auf. Gut, pass auf dich auf, Junge. Trink kein ungekochtes Wasser. Du wirst sonst krank. Hm? Dankeschön. Aber ich bin kein Schwächling. Ich bin ein Abenteurer. Na, wie auch immer. Jetzt zieh ab. Ich fahre nach Neupalm. Ich werde meinen Papa sehen. Yep, das ist cool, dass du nach Neupalm fährst. Ich bin auf dem gleichen Schiff. Ja, das ist toll. Wann sind wir denn in Neupalm? Naja. Ich hab keine Ahnung. Okay. Mein Mann arbeitet in Neupalm. So kann er uns alle ernähren. Und die Familie ist zusammen. Ich bin so froh, dass jetzt die ganze Familie zusammenlebt. Mit wem reist du denn, mein Junge? Ich bin allein unterwegs. Und ich bin kein Junge. Ich bin ein Abenteurer. Okay. Ja. So. Red dir nur Mut ein, Justin. Ja, gut. Da sind aber viele hier. Wir werden doch mal. Ja, ich wollte meinen Sohn verabschieden. Er wird Händler in der neuen Welt. Aber wenn ich an den Abschied nur denke, fange ich an zu weinen. Bitte komm gesund zurück. Lass dich nicht von Piraten fangen. Oh Mann, meine Mutter wird sich auch Sorgen um mich machen. Ich muss auf jeden Fall auch unversehrt zurückkommen. Ja. Oh, alle Passagiere an Bord. Vielleicht sollte ich etwas im Möwentreff frühstücken, wie an Bord. Wie sind da noch gar nicht an Bord? Was erzählt der? Okay. Ich werde auch hart arbeiten, wenn ich in Neupalm bin. Warum genau fahren Sie nach Neupalm? Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin Händlerin. In Neupalm gibt es die neueste Mode. Okay. Ja gut, die neueste Ware, hat die Ware gesagt? Nee, neueste Mode, aber neue Ware bestimmt auch. Ja, also jetzt hier mit allen... Hier muss ich jetzt quatschen. Du entscheidest jetzt mal, mit wem wir noch reden und mit wem nicht, so. Na ja. Habe ich jetzt mal entschieden, du darfst entscheiden. Mit den Leutchen da an der Seite da, rechts von dir. Hier? Jo, Matrosen da. Hey, du da! So jung und schönen Abenteurer? Wow, faszinierend. Wird mir peinlich, wenn jemand so etwas sagt. Die neue Welt, Träume und Hoffnung. Parkons Abenteurerliga sucht noch erstklassige Gleichgesinnte. Ne? Interesse? Ne? Erstklassige Abenteurer zu treffen, das ist eine große Ehre. Los, trete der Abenteurerliga bei. Ich mach die Werbung. Oh Meergeister, beschützt uns auf unserer Reise vor Unglück und bringt uns heil zurück. Hallo, was babbeln Sie da? Was? Ich betete gerade zu den Meergeistern, dass wir sicher in Neupalm ankommen. So hoffen wir es. Das Gebet an die Meergeister vor der Abfahrt ist unseren Seemännern üblich. Wow, wusste ich nicht. Na gut, dann bete ich jetzt, dass ich mein Abenteuer sicher überstehe. Natürlich werde ich das. Die Meergeister werden dich beschützen, solange sie dich mögen. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Oh, das ist meine erste Seefahrt als Matrose. Naja, eigentlich bin ich ja noch Schiffsjunge. Das ist meine erste Reise als Abenteurer. Ich freue mich drauf. Oh, ich weiß, was du meinst. Ich konnte vor Aufregung nicht schlafen, aber jetzt bin ich müde. So geht's mir auch. Okay. Wen hätten sie denn noch gerne? Ja. Gute Frage. Jetzt suchst du dir aus. Oh, guten Morgen, Justin. Mein Mann fährt heute zur See. Ich sag ihm auf Wiedersehen.
Es ist so früh, mein Kind schläft noch. Es ist noch früh. Mama hat wahrscheinlich noch gar nicht geöffnet. Es wird traurig sein, meinen Mann so lange nicht bei mir zu haben, aber er sieht so gut aus in seinem Matrosenanzug, einfach zum Verlieben. Das wird aber ein sehr leidenschaftlicher Abschied. Wahrscheinlich. Ja. Du machst aber auch spannend, Mensch, geh endlich an Bord. Als ich dich in deiner Uniform sah, war ich... Ist das die Frau oder der Kerl? Okay, die Frau. Als ich dich in deiner Uniform sah, war ich dir sofort verfallen. Du siehst so gut aus, Liebling. Ich ertrag das nicht. Okay. Na gut, dann, ja, keine Ahnung. Geht's hier zum Schiff oder wo? Ich glaube, wir müssen noch über den Steg da. Ja, doch, hier stehen sie alle an, also... Wir drängen uns vor. Ja, also so leid es mir tut, aber jetzt mit jedem hier nochmal zu quasseln, ich weiß ja nicht. Wie gesagt, schreibt uns bitte mal in die Kommentare, ob das wirklich nötig ist. Weil, ja, es zieht sich halt sehr hin sonst, ne? Ja, für privat denke ich mal, ist das kein Thema, aber so als Let's Play, irgendwann wollen wir halt auch mal weiterkommen, ne? Ja. Gut, wir haben noch 5 Minuten. Wir könnten natürlich jetzt noch die 5 Minuten mit den Gesprächen füllen und dann die Reise nächstes Mal antreten. Das können wir auch machen. Also, ja, wir könnten schon mal einen Blick rein riskieren, oder? Ich bin jetzt neugierig, ganz ehrlich. Na, den sprechen wir nochmal an hier. Was ist los, Junge? Hast du schon eingecheckt? Nö. Hör sofort damit auf, oder du bleibst hier. Ich drücke zu schnell. Selber schuld. Ja, ich gehe auf in die neue Welt. Ja. Wir legen gleich ab, also ab aufs Schiff. Hey. Warte da oben, Junge. Mist. Ja, was passiert scheint, war wohl doch zu alt. Da hängt was aus deiner Tasche. Wie wär's mit einem Schild für Diebe? Stiehl mich. Ja. Hä? Oh, vielen Dank. Was für eine Erleichterung. Jetzt gibt's kein Zurück. Was ist das? Ein Brief? Wie kommt der in meine Tasche? Na, ich ahne es. Du da! Aus dem Weg! Wenn du da stehen bleibst, liegst du uns mehr! Gut. Ich soll aus dem Weg, richtig? Hier, bitteschön. Das ist ein Brief von Mama. Von der Totenkopf-Lilly an Mr. Gauss, Präsident der Abenteurerliga. Darf Justin nicht lesen. Zu spät. Naja, ich lese ihn ja sowieso. Okay. Er half seiner Mutter nicht, spielt den ganzen Tag Abenteurer, kommt immer dreckig nach Hause, erhält Schelte für seine Taten, hat oft Beulen am Kopf. Dieser hoffnungslose kleine Junge lebte in unserem Haus. Eines Tages weinte der Junge laut. Er hatte festgestellt, dass er seinen Vater nie wiedersehen würde. Seit diesem Tag ist der freche Junge ein Möchtegern-Abenteurer. Dieser Abenteurer namens Justin ist freundlich und dickköpfig. Er ist noch nicht ganz erwachsen, aber dennoch hat er seinen eigenen Weg eingeschlagen. Ganz allein. Wenn ich seine entschlossene Gestalt im Traum sehe, sage ich stolz... Dieser Junge ist mein Sohn. Okay, das war jetzt, hätte ich jetzt eigentlich mit der Stimme von der Mutter vorlesen sollen, aber okay. Egal. Bitte, Mr. Entschuldigung. Bitte, Mr. Gauss, helfen Sie diesem rothaarigen Möchtegern-Abenteurer meinem Sohn. Helfen Sie ihm, seine Träume zu leben. Mama, ich wusste alles. Hä? Da steht noch mehr. Ungezogener, frecher Justin, ich wusste, dass du diesen Brief öffnest und liest. Ich dachte, du wärst erwachsen, aber du bist immer noch mein ungezogener kleiner Junge. Pass auf, pass gut auf dich auf. Dein Vater sagte, Gesundheit ist des Abenteurers wertvollster Besitz. Und nur etwas noch. Wohin immer es dich hin verschlägt, bleib mit deinen Träumen im Herzen, bleib dir immer treu. Auf Wiedersehen, Justin. Hey, was machst du da? Du bist der Letzte. Los aufs Schiff.
Aber Dali! Mama, danke. Auf Wiedersehen. Ich bin bald zurück. Schöne Musik auch übrigens. Kannst du jetzt nicht hören. Und er geht wirklich ohne Sue. Ach. Die kommt bestimmt noch später dazu. Tja, sehen wir uns mal auf dem Schiff um. Jo. Und, Freunde, das war eine sehr schöne Abschiedsszene. Kann man nicht anders sagen. Ja. Richtig schön ergreifend. Ich kann auch sagen, schön für dich, dass du nächstes Mal hier dieses Schiff erkunden kannst, denn ich mag Schiffsüberfahrten in Rollenspielen und auch vor allen Dingen dann, wenn man während der Fahrt auch noch agieren kann. Also das fand ich mal sehr schön. Ja. Okay. Ja, damit sind wir am Ende des Parts angelangt, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wer hätte gedacht, ich hätte es auch nicht gedacht, dass... ich hätte gedacht, Sue taucht noch einfach am Hafen auf oder so, aber... Ich ehrlich gesagt auch. Pustekuchen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist er schon als blinder Passagier an Bord. Das kann ja auch noch passieren, ne? Vielleicht. Wir werden es erfahren beim nächsten Mal, eventuell, wenn es wieder heißt Let's Play Grandia. Ja, dann bei Slayer auf dem Kanal, wie immer. Ihr wisst ja Bescheid. Oh, ja, ich hoffe, ihr schreibt uns wieder fleißig eure Meinung und eure netten Tipps. Jo, das war's dann soweit erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal und ja. Ja, dann... Macht's gut, ciao, euer Jimmy. Und natürlich darf Slayer die Abschlussworte sagen. Ich hänge immer noch dem Abschied nach, ganz ehrlich. Ja, ich hoffe, das Spiel geht weiterhin so schön weiter. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.